Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 56, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen betreffend eine Aktuelle Stunde, Eintracht statt Ausgrenzung, Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung in Hessen braucht starke Stimmen aus der Zivilgesellschaft. Drucksache 19/5978 wird aufgerufen. Mit der Aktuellen Stunde, Top 57, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, zeigt Courage. Dafür verdient er den Respekt hessischer Bürgerinnen und Bürger. Drucksache 19/5979. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist ein weltoffenes und tolerantes Land. Wir stehen damit in guter Tradition von Georg August Zinn, der einmal gesagt hat, Hesse ist, wer Hesse sein will. Wir fügen aber noch hinzu, wir fragen nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Deshalb sagen wir auch ganz klar, wir treten entschieden denen entgegen, die Hass und Gewalt, Rassismus und Diskriminierung verbreiten. Ich hoffe, dass wir in dieser Frage in diesem Hause auch eine Eintracht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Hessen leben Menschen unterschiedlichster Nationen, Religionen, Hautfarben, Menschen mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen, Menschen, die unterschiedliche Einstellungen haben. Frankfurt, Bankenmetropole, Standort der Europäischen Zentralbank, Sitz internationaler Institutionen, der Flughafen als internationales Drehkreuz, Darmstadt mit der ESA und der ESOG, mit der Technischen Hochschule, viele Studenten aus vielen unterschiedlichen Ländern dieser Welt, Kassel, Dokumentarstandort, wichtige Museen, Universität, große Unternehmen, alles international aufgestellt. Hessen lebt mit und von Vielfalt. Das ist das, was wir denen sagen, die die ewig gestrigen Theorien hier verbreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb kann in Hessen auch kein Platz für Rassismus und Diskriminierung sein. Aus diesem Grund auch der Titel dieser Aktuellen Stunde, Eintracht statt Ausgrenzung gegen Rassismus und Diskriminierung, brauchen wir eine starke Stimme aus der Zivilgesellschaft. Und ein Verein wie Eintracht Frankfurt mit 50.000 Mitgliedern ist diese starke Stimme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Eintracht macht ja gerade Schlagzeilen. Einmal wegen des guten Tabellenplatzes, da freuen wir uns natürlich alle drüber, Platz 4 in der Bundesliga, aber auch weil die Eintracht klare Kante gegen Rassismus und Diskriminierung zeigt. Das ist für uns ein gutes Zeichen. Es ist gut, dass sich große Vereine in dieser Form positionieren. Der Kampf gegen Diskriminierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also eine Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft. Es gibt vielfältige Initiativen und Programme in ganz Hessen dazu. Der Beitritt zur Koalition gegen Diskriminierung im Jahre 2014 war ein wichtiger Schritt. Wir haben eine Antidiskriminierungsstelle im Sozialministerium eingerichtet. Wir haben Kai Klose als Staatssekretär und Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung. Wir brauchen aber vor allem die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich in Vereinen, in Verbänden organisieren und engagieren. Wir brauchen die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft, die Zivilgesellschaft für diesen Kampf. Sie sind die Multiplikatoren, die diesen Kampf auch in die Gesellschaft tragen. Deswegen ist es wichtig, dass gerade die sich auch äußern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist gut, dass sich ein großer Verein wie die Eintracht mit 50.000 Mitgliedern, aber auch andere Vereine wie der BVB, wie der HSV, wie St. Pauli in dieser Frage klar positionieren und ein Bekenntnis gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Die Eintracht zieht damit aber auch klare Konsequenzen aus der eigenen Geschichte des Vereins. Wenn man die Geschichte des Vereins betrachtet, erklärt sich, dass auch dies die klare Haltung begründet. Die klare Haltung ist ein Auftrag und eine Verpflichtung zugleich. Auftrag aus der heutigen Vereinssatzung,
Verpflichtung denen gegenüber, die in der Nazi-Diktatur verfolgt und ermordet wurden. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wurden Spieler und Funktionäre jüdischen Glaubens aus dem Verein entfernt. Sie mussten untertauchen, mussten flüchten. Viele von ihnen aber kamen auch in den KZs der Nazis um und wurden drangsaliert. Deshalb heißt es in der Satzung des Vereins auch, gegen Ausgrenzung, Demütigung, Herabsetzung und Diskriminierung. Der Verein hat damit ein klares Bekenntnis aus den Lehren der Nazi-Diktatur gezogen. Und deswegen ist es auch gut so, dass man sich so positioniert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gut, dass der Verein seine Stimme so laut gegen Rassismus und Diskriminierung erhebt, eine laute Stimme der Zivilgesellschaft. Genau das ist es, was wir brauchen, gegen Intoleranz, Antisemitismus und Ausgrenzung. Ein hörbares Signal. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir leben in einer gefestigten Demokratie. Wir verteidigen die Meinungsfreiheit. Wir verteidigen die Prinzipien unseres Wahlrechts, frei, gleich und geheim. Aber natürlich kann ein Verein sagen, dass er keine Mitglieder haben will, die diese Grundsätze unserer Verfassung infrage stellen, die Hass, Gewalt und Ausgrenzung das Wort reden. Deswegen hat sich der Verein auch so klar positioniert. Sport verbindet. Sport integriert. Sport trägt zum Verständnis der Kulturen bei. Die Integrationskraft des Sports ist enorm. Wir nutzen diese Integrationskraft des Sports in vielfältiger Art und Weise. Weil der Vereinssport so vielfältige Angebote macht, weil dort viel ehrenamtliches Engagement unterwegs ist, weil viele Menschen zu Spitzensportlern, zu Profisportlern aufschauen, ist es wichtig, dass sich auch Vereine, die Spitzensport im Programm haben, so klar und eindeutig gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren. Aber auch die Spieler, Trainer, Vorstände, Manager tun das. Damit geben sie der Zivilgesellschaft eine klare und laute Stimme. Diese Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Gerade der Mannschaftssport funktioniert nur zusammen. Eine Mannschaft kann nicht erfolgreich spielen, wenn sie nicht Verschiedenheiten vereint. Das gilt auf dem Fußballplatz, und das gilt für die gesamte Gesellschaft, für die Wirtschaft, für Kultur, für unsere Demokratie, für unser Zusammenleben. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Kräfte stärken, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und denen entgegentreten, die unsere Gesellschaft spalten wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei der Eintracht war es ja nicht nur die Aussage von Präsident Fischer. Der Trainer Niko Kovac hat sich klar und deutlich geäußert. Kevin Prinz Boateng engagiert sich in dieser Frage und hat angekündigt, sich international mit anderen Spielern zusammenzuschließen und eine Front gegen Rassismus zu bilden. Ich komme zum Schluss. Frau Präsidentin, es ist gut, wenn Spitzensportler, Profifußballer im besten Sinne Vorbilder sind. Das hat der Verein bewiesen, das tut er. Wir glauben, dass das ein gutes Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung ist, das der Verein hier in Hessen gesetzt hat. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Schäfer-Gümbel von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Peter Fischer, ja, das hat was mit Toleranz zu tun. Peter Fischer hat mit seinen unmissverständlichen und klaren Botschaften gesellschaftliche Verantwortung übernommen in einer Art und Weise, wie ich sie mir von vielen anderen wünschen würde. Peter Fischer als Präsident der Frankfurter Eintracht erklärte, der Fußball lebt Respekt und Toleranz. Die AfD stehe für das brutale Gegenteil. Und genau so ist es. Und deswegen bin ich so dankbar dafür,
dass jemand aus einem gesellschaftlichen Bereich wie dem Profifußball so klar und entschieden Position bezieht, weil das, was wir seit einigen Jahren in unserer Gesellschaft erleben, eine gesellschaftliche Reaktion erfordert, die aus meiner Sicht auf der langen Linie bisher ausgeblieben ist. Und da hat Peter Fischer ein Beispiel gegeben, das deutlich über den Tag hinausreichen wird, wenngleich ich zur Kenntnis nehme, dass nicht alle Profiklubs in der Republik einer so klaren Trennungslinie folgen, die sich angesichts der zugespitzten Debatte – und das ist ganz sicherlich keine einfache Debatte – einer Positionierung entziehen und sich für neutral erklären. Peter Fischer hat aus meiner Sicht sehr richtig darauf hingewiesen, dass der Sport mit Respekt und Toleranz – und auf die Satzung der Frankfurter Eintracht ist eben schon einmal hingewiesen worden – eben nicht für neutral erklären kann, dass es nicht möglich ist, keine Verantwortung zu übernehmen und sich auf Sonntagsreden zurückzuziehen in einer Situation, in der mit Hass, mit Diskriminierung, mit Rassismus versucht, Stimmung zu machen und längst Grenzen der verbalen Auseinandersetzungen übertreten werden. Und ich bin den Mitgliedern der Frankfurter Eintracht außerordentlich dankbar, dass sie diese klare Position mit einer so eindrucksvollen Wiederwahl von Peter Fischer mit 99% unterstützt haben. Das würde ich mir, wie gesagt, von vielen anderen wünschen. Auch ich will sagen, damit ich keinen Ärger in meiner Fraktion bekomme, wir freuen uns alle über den guten Tabellenplatz der Frankfurter Eintracht. Wir freuen uns alle darüber, Herr Greilich, die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich will vor allem auf einen zweiten Umstand hinweisen, der uns freuen muss, dass Fans aller möglichen anderen Clubs wegen der klaren Haltung, ohne ihre Zugehörigkeit zu ihren Clubs aufzugeben, derzeit Aufnahmeanträge für die Eintracht stellen, um diese klare Haltung zu unterstützen. Und wie wichtig das ist, das hat aus meiner Sicht treffend Roland Frischkorn auf den Punkt gebracht, als er als Sportkreisvorsitzender sagte, dass eben Rassismus in den meisten Satzungen von Sportvereinen schlicht und einfach verboten ist. Und wie notwendig diese Auseinandersetzung ist, sieht man an solchen Erklärungen wie denen von Herrn Glaser. Ich will das einmal zitieren, was er anlässlich eines Neujahrsempfangs in Zwingenberg vor wenigen Tagen gesagt hat. Dort erklärt er wörtlich, Glaser bezeichnete dies als eine schicksalshafte Aufgabe, da ging es vorher um die Migrationsfrage, die Hingabe und Leidenschaft erfordere, um die Zerstörung Deutschlands zu verhindern. Es lohne sich, noch einmal die Stiefel anzuschnallen und den Revolver auszugraben. Und wörtlich weiter, Naturvölkern, schrieb Glaser, eine durchschnittlich niedrige Intelligenzquote zu, der genetisch bedingt sei. Alles, was wahr ist, kann nicht rassistisch sein. Und weil das so ist, dass die Funktionäre der AfD einen so völkischen, einen solch rassistischen Sprech an den Tag legen, bin ich Peter Fischer dankbar. Denn Demokratie heißt ausdrücklich nicht, dass man Rassismus unterstützen darf. Ich bin froh, dass BÜNDNIS 90 die GRÜNEN diese Aktuelle Stunde ähnlich wie wir beantragt haben, weil es hilft, auch heute seitens der Landespolitik Unterstützung für die klare Haltung von Peter Fischer zu formulieren. Ich will gestehen, und deswegen habe ich gesagt, es geht eben nicht nur um Sonntagsreden, die viele und oft gehalten werden, sondern es geht in solchen Phasen darum, wirklich Bekenntnisse abzugeben und Haltung zu formulieren. Und ich weiß sehr wohl, dass Peter Fischer massiv bedroht wird, wie alle, die sich dazu klar äußern, in unerträglicher Art und Weise, und dass ihn das nicht davon abbringt, diese klare Haltung zu formulieren, einschließlich des Hinweises mit Blick auf die sogenannten Protestwähler, dass auch Protestwähler eine Verantwortung dafür haben, hinter wessen Fahne und Positionen sie hinterherlaufen.
Und diese Eindringlichkeit wünsche ich mir von vielen. Ich will offen sagen, dass ich die ersten Reaktionen aus der Hessischen Landesregierung nicht verstanden habe. Wenn Herr Ministerpräsident Bouffier zitiert wird mit dem Satz, das sei eine Sache der Eintracht und man wolle die Äußerung von Herrn Fischer nicht kommentieren, halte ich das für falsch. Nein, es bezieht sich nicht auf etwas anderes. Der FNP-Artikel bezieht sich genau auf dieselbe Anfrage, wie ich sie bekommen habe. Und deswegen, Herr Pentz, es ist der Versuch gewesen, sich das durchzuwursteln. Und deswegen will ich das wiederholen, was Jürgen Frömmrich gesagt hat. Rassismus, Diskriminierung und mit Verweis auf die Satzung der Eintracht, Demütigung und Herabsetzung müssen bekämpft werden. Und deswegen kann ich es Ihnen nicht ersparen, Herr Beuth. Die Art und Weise Ihrer Büttenrede vor wenigen Tagen, in denen es darum ging, gegen die Schwachen zu treten, um einen billigen Witz zu erlangen in einer Karnevalssitzung, das sind genau die Sachen, die eben nicht gehen. Die gehen einfach nicht. Und ich erwarte schon, es ist mir völlig klar, dass Ihnen das nicht gefällt, aber ich habe nicht umsonst, Herr Boddenberg, darauf verwiesen, es ist in dieser Situation Schluss mit Sonntagsreden. Es geht um Haltung, es geht um Respekt, es geht um Toleranz. Und die Grenzen, Herr Boddenberg, und die Grenzen dessen, wo die brüchig werden, Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Deswegen hat mich das lautstarke Schweigen von manchen in dieser Debatte insgesamt verwundert. Und deswegen, vor allem deswegen, bin ich Menschen wie Peter Fischer dankbar, dass sie sich nicht wegdrücken, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, wenn es ganz besonders schwierig ist, weil es eben gilt, den Anfängen zu wehren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man muss weder Fußballfreund noch ein Fan der Eintracht Frankfurt sein, um zu sagen, ja, ich bin ja auch im Fanclub, aber ich, ja, man muss es weder sein, um zu sagen, gut, dass es einen Vereinspräsidenten wie Peter Fischer gibt. Gut, dass er so klar und eindeutig Stellung gegen die AfD bezieht. Gut, dass er sich nach Beschimpfung und Klagedrohung durch die AfD nicht hat kleinkriegen lassen, sondern mutig war und mutig bleibt und ganz deutlich inhaltlich Position bezogen hat. Und richtig gut ist, dass er damit eine so breite Zustimmung und Unterstützung bei den Mitgliedern in seinem Verein und in der Gesellschaft findet. Denn Peter Fischer zeigt damit, dass es richtig ist und dass es sich lohnt, Stellung gegen Rassismus, Diskriminierung und die völlig rückwärtsgewandte Haltung der AfD zu beziehen. Sein konsequentes Verhalten sollte Mut machen, denn wir brauchen viel mehr Menschen, die in den Organisationen, Vereinen und Verbänden, die dies ebenso klar und ebenso konsequent sagen und tun. Peter Fischer ist da auch nicht der Einzige. Im Fußball ist es seit Jahren z. B. Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, der über den Sport hinaus für ein tolerantes und offenes Land Position bezieht und damit Verantwortung im Sport und für unsere Gesellschaft übernimmt. Peter Fischer hat zu Recht laut und deutlich ausgesprochen, dass Sportvereine für Zusammenarbeit stehen, für Miteinander, für Grenzen überwinden, für Fairness, für Frieden und dass diese Werte im krassen Gegensatz zur AfD stehen.
Und er hat, Gott sei Dank, den Rückhalt aus der Bevölkerung erfahren und aus seinem Verein, wo er nach einer politischen Debatte von den Mitgliedern mit 99% wiedergewählt wurde. Wir gratulieren ihm für diese Wiederwahl und dieses glorreiche Ergebnis. Dies war ein bewusstes und gemeinsames klares Zeichen der Gesamtmitgliedschaft von Eintracht Frankfurt gegen die reaktionären rechten Parolen der AfD. Wenn die AfD gegen Muslime hetzt, gegen Migranten, gegen Schwule und Minderheiten, wenn sie immer wieder die Nähe zum Nazi-Jargon und Nazi-Gruppen sucht, dann ist sie nicht nur eine Partei mit einem schlechten Programm, sondern dann widerspricht sie dem Geist unseres Grundgesetzes und unseren Werten. Die AfD hat längst viel zu viel Hass und Zwietracht gesät. Sie hat viel zu viel Einfluss auf unsere Gesellschaft und auf die Debatten genommen. Und deshalb finde ich, gerade wenn es im Sport darum geht, auch die Leistung herauszustellen, diese Integrationsleistung, die seit Jahr und Tag in den Sportvereinen erfolgt und die weniger gewürdigt wird als das, was sie für unsere Gesellschaft wert ist, an diesem Tag auch hier mit einzubeziehen. Die Sportcoaches, ein Programm der Sportjugend zur Integration von jungen Flüchtlingen, ist ein ausgezeichnetes Integrationsprogramm, das mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit benötigt und auch unseren Dank, gehört. So. Im Gegensatz dazu, meine Damen und Herren, steht in der Tat die Büttenrede von Ihnen, Herr Beuth. In der Tat. Ja, Sie als Sportminister diskriminieren jugendliche Flüchtlinge für einen schnellen Effekt. Ob der eingetreten ist, ist noch einmal eine Frage. Und das steht im Zusammenhang, muss im Zusammenhang diskutiert werden mit den großartigen Integrationsleistungen aller Sportvereine und der vielen 10.000 Ehrenamtlichen in unserem Land. Und deshalb lassen Sie mich schließen, indem ich sage, wir alle sind gefordert, uns dort, wo wir stehen, Peter Fischer als Vorbild zu nehmen, wenn er sagt, es gibt für die braune Brut keinen Platz. Solange ich da bin, wird es keine Nazis bei Eintracht Frankfurt geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächster Redner spricht nun Kollege Pentz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal zu Ihnen, werter Herr Schäfer-Gümbel. Im ersten Teil Ihrer Rede konnten wir von der CDU-Fraktion nicht nur zustimmen, sondern haben dazu auch geklatscht, weil es ja richtig ist, was Sie gesagt haben im zweiten Teil. Und vor allen Dingen zum Thema der Büttenrede kann ich Ihnen sagen, das war einfach unangemessen. Aber es war ein billiger Versuch. Aber es war ein billiger Versuch, lieber Herr Schäfer-Gümbel, dieses Thema hier ins Plenum noch einmal in irgendeiner Weise reinzuholen. Sie müssen sich dann schon entscheiden, ob Sie eine staatspolitische Rede halten wollen oder ob Sie billige Parteipolitik hier ins Plenum reinholen wollen. Aber das müssen Sie entscheiden. Und Sie haben ja das Thema Haltung angesprochen. Da sind wir sehr gespannt, wie Sie dazu stehen werden in Zukunft zum Thema Haltung, wenn es darum geht, mit einer Zusammenarbeit mit der LINKEN, in der sich ja durchaus Kräfte bewegen, zu denen ich später noch etwas sagen werde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Peter Fischer hat mit dieser Debatte für die Gesellschaft ein wichtiges Thema angestoßen. Dafür Lob und Anerkennung. Und viele von Ihnen haben über das Thema AfD gesprochen, und deswegen will ich es für die CDU sehr klar sagen. Wir haben uns immer abgegrenzt zu dieser Partei, sowohl bei der Europawahl, als sie noch auf einem ganz anderen Pfad waren, als auch bei der Kommunalwahl und bei der vergangenen Bundestagswahl. Und deswegen bleibt es dabei, was ich auch damals gesagt habe. Wer diese Partei wählt, der muss genau wissen, was er tut. Und, meine Damen und Herren, ich bin noch nicht restlos davon überzeugt, dass jeder weiß, wer
in dieser Partei bzw. für was diese führenden Köpfe stehen. Ich will kein Horrorszenario malen, aber es schaudert mich schon, wenn ich mir vorstelle, dass Figuren wie Herr Glaser, Herr Höcke oder dieser andere fürchterliche Mensch sozusagen in dieser Republik Verantwortung tragen würden. Und meine Damen und Herren, Herr Schäfer-Gümbel hat ja zu Recht das Zitat, was Herr Glaser gesagt hat, angeführt. Und ich will eines noch hinzufügen. Er hat dort in Zwingenberg, in unserem schönen Hessenland, die AfD-Freunde begrüßt nach dem Motto, die Gäste aus Hessen und den angrenzenden Gauen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wer diesen Sprachgebrauch nimmt, der ist widerwärtig, und das muss man an der Stelle auch ganz offen sagen. Für uns als CDU ist klar, und das leiten wir aus unserem christlich-demokratischen Wertekompass ab, dass wir von politischen Akteuren fordern, dass sie fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen und jeglichen Extremismus-Tendenzen klar entgegenstehen. Und im Übrigen, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt das auch für die Linke. Was? Ihre Haltung, ja, das wollen Sie nicht hören, aber das lassen wir uns als Christdemokraten auch nicht sagen. Ihre Haltung zum Thema politischen Extremismus kann man besichtigen an den Krawallen bei der EZB in Frankfurt und beim G20-Gipfel in Hamburg. Und das muss auch gesagt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber deswegen heißt das nicht, dass wir die Wähler pauschal beschimpfen. Unser Ziel muss doch sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wähler nicht in eine Ecke zu stellen, sondern sie zurückzuholen. Und das geht nicht durch Ausgrenzung. Es geht nur durch einen langen Atem und durch harte Arbeit, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und meine Damen und Herren, um das runterzubrechen auf den Sport, ja, es ist völlig richtig. Die integrative Kraft des Sports ist eine der besten Erfolgsstrategien. Und damit meine ich nicht nur die Arbeit des Spitzensports. Wir haben viele, viele kleine Vereine, in denen in Hessen 492.000 Mitglieder Arbeit leisten, tägliche Arbeit, Integrationsarbeit, und zwar auch schon in den Jahren zuvor, als die Gastarbeiter hierher gekommen sind, als der Jugoslawienkrieg war. Das war damals schon, als noch nicht viele Integrationsprogramme es seitens der Politik gab, aktive Integrationsarbeit. Und dafür will ich mich auch sehr herzlich bedanken. Und meine Damen und Herren, ja, Peter Fischer hat recht, und er hat eine gute Debatte angestoßen für diese Courage, auch gegen Anfeindungen gerade zu stehen. Dafür gebührt ihm unser aller Respekt. Meine Damen und Herren, ich bin aber auch froh, dass er seine Aussagen bezüglich der Gesinnungsprüfung, das hat auch unser Ministerpräsident gemeint, relativiert hat. Denn es kann natürlich nicht Ziel sein, dass wir sozusagen jedem hinter die Stirn schauen und in die Wahlkabine. Das kann sozusagen auch nicht unser Ziel sein. Der Spitzensport hat aber auch noch weitere Aufgaben. Und das will ich hier auch ganz offen sagen, besonders im Hinblick auf randalierende Fußballfans in Stadien. Ausschreitung, Gewalt, Pyrotechnik, Transparente mit der Aufschrift für jedes Stadionverbot, Bulletod, das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das geht auch nicht. Und deswegen steht die CDU sehr klar dafür, dass der Staat im Zweifel auch hart durchgreifen muss. Und ich bedanke mich bei unserem Innenminister ausdrücklich und bei der hessischen Polizei für ihr Engagement. Und ich persönlich unterstütze jeden Vorschlag, den der Kollege Beuth auch in der Vergangenheit vorgetragen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Schluss noch einmal in aller Klarheit. Die CDU in Hessen steht für ein klares Wertefundament, sowohl in Vereinen als auch darüber hinaus in der Gesellschaft. Wir lehnen jeglichen Extremismus, Rassismus, Ausgrenzung und Hass entschieden ab. Dafür werden wir auch in Zukunft weiter arbeiten, damit Hessen ein sicheres, ein friedliches und ein tolerantes Land bleibt.
Vielen Dank, Herr Kollege Pentz. Für die FDP-Fraktion spricht nun Kollege Greilich. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir Freien Demokraten sind sehr dankbar für diese Aktuelle Stunde. Und ich sage dazu, wir sind sehr dankbar für das klare Bekenntnis, das aus allen Fraktionen gekommen ist, im Zusammenhang mit den Äußerungen des Eintracht-Präsidenten. Der Sport in seiner Gesamtheit, ganz besonders im Übrigen der Fußball, ist weltoffen. Es ist ein Musterbeispiel für Integration, für Zusammenhalt, für kulturelle Vielfalt. Die Frankfurter Eintracht, das will ich auch mit etwas Stolz als Hesse sagen, bildet dafür ein Musterbeispiel im deutschen Profifußball. Spieler aus 17 Nationen stehen im Kader der Spielgemeinschaft Eintracht und spielen erfolgreich auf dem grünen Rasen. Und erlauben Sie mir die Bemerkung, das muss schon sein, für eine Nacht endlich wieder einmal die Bayernjäger. Das freut uns Hessen, das freut uns unbelehrbare Ausnahmen, die mehr bei den in diesem Sinne Gejagten sind, bestätigen hier die Regel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt aber wieder mit allem Ernst zu der in der Tat ernsten Sache, die dieser Aussprache zugrunde liegt. Und dazu sage ich in aller Klarheit und Deutlichkeit, Herrn Präsidenten Fischer steht es zu, als Präsident dieses Musterbeispiels kultureller Offenheit der Spielgemeinschaft Eintracht Frankfurt seine Meinung kundzutun. Die Meinungsfreiheit ist nicht umsonst in unserer Gesellschaft eines der höchsten Güter. Wir sind auch darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die davon Gebrauch machen. Und jeder muss das Recht haben, dieses zu tun. Deshalb halte ich ausdrücklich fest, es ist richtig, dass Peter Fischer in diesem Kontext eine sehr grundlegende Haltung und eine unmissverständlich klare Position einnimmt und diese auch nachhaltig vertritt. Meine Damen und Herren, es geht hier nicht darum, die AfD auszugrenzen. Keine Sorge, das macht die schon selbst an allen möglichen Stellen. Aber wir als demokratische Politiker müssen die AfD an jeder Stelle und in jeder Debatte mit sachlichen und konstruktiven Argumentationen entgegentreten. Nur so drängen wir diese Partei aus ihrer selbstgewählten Opferrolle heraus und zwingen sie zu inhaltlicher Positionierung. Damit wird sie sich dann automatisch weiter selbst demaskieren. Und, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen für die Freien Demokraten versprechen, wir haben die besseren Argumente. Wir stellen uns der Auseinandersetzung zu jedem Zeitpunkt, an jeder Stelle und zu jedem Thema, so wie wir das im Übrigen auch gegenüber den Vertretern des ganz linken Spektrums tun. Ich kann mir da weitere Äußerungen mit Blick auf das, was Kollege Pentz gesagt hat, ersparen. Eines will ich aber auch noch sagen. Mit Blick auf die Redebeiträge der anderen Fraktionen in der gestrigen Debatte zu unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes erlaube ich mir den Hinweis, wir sind alle, Herr Kollege Boddenberg, gut beraten, die Auseinandersetzung unter den demokratischen Parteien über den richtigen Weg nicht mit Beschimpfungen zu führen, der politische Gegner sei populistisch oder laufe der AfD nach. Mit dieser Art der Debatte befördern Sie das Geschäft dieser Agiteure. Lassen Sie uns bei einer sauberen, sachlichen Auseinandersetzung bleiben. Dann werden die demokratischen Kräfte gewinnen. Man kommt ja nicht umhin, nach den Redebeiträgen, die es schon gab, auch etwas zu dem Stichwort Büttenrede des Innenministers zu sagen. Ich sage dazu in aller Zurückhaltung, wir sind in der Zeit der Fasnacht. Das sollte man auch nicht alles, Frau Kollegin Wissler, da sollte man auch nicht alles auf die Goldwaage legen, aber durchaus zur Kenntnis nehmen. Guter Geschmack hat seine Grenzen. Und die Frage des Respekts gegenüber Minderheiten, gegenüber anderen, ist durchaus etwas, was man auch in der Fasnacht nicht vergessen sollte. Auch wenn ich wiederhole, man sollte es nicht übertreiben und insgesamt verbal vielleicht auch etwas abrüsten. Lassen Sie mich einfach unsere Haltung zu dem Thema als speziell für unseren Minister und Büttenredner in vier wirklich kurzen Sätzen zusammenfassen. Wir sind meistens schwer gedrückt, wenn Migration ins Zentrum rückt, besonders wenn Beuth zur Fasernacht
Witze auf Kosten der Schwachen macht. Populistisch, aber ohne wirklichen Gag, sucht er Stimmen im rechten Eck. Und die Moral von solchen Geschichten: Der Minister hat es nicht mit dem Dichten. Danke, Herr Kollege Greilich. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Politischer Extremismus in seinen verschiedenen Ausprägungen stellt eine konstant hohe Herausforderung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere Gesellschaft dar. Der Kampf gegen Extremismus, gleich welcher Ausprägung, verdient Respekt und Anerkennung und bedarf der Mitwirkung aller zivilgesellschaftlichen Akteure. Maßnahmen der Extremismusprävention, die sich direkt an radikalisierte bzw. Radikalisierungsgefährdete richten, gehen daher Hand in Hand mit Maßnahmen der Demokratiebildung und der primären Prävention, aber auch mit Projekten, die Ausstiegswilligen bei diesem Prozess unterstützen und begleiten, oder Projekten, die Angehörigen, Freunde, Lehrerinnen und Lehrern oder sonstige Betroffenen beraten. In Hessen werden im Gesamtkontext der Extremismusprävention zahlreiche Projekte und Maßnahmen aus EU-, Bundes- und Landesprogrammen gefördert. Beispielsweise aus dem Inneren Sicherheitsfonds der EU, dem Bundesprogramm Demokratie, Leben und Zusammenhalt durch Teilhabe und dem Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Zum Teil werden diese Projekte und Maßnahmen landesweit, zum Teil aber auch regional begrenzt umgesetzt. Das im Hessischen Innenministerium angesiedelte Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, HKE, ist Ansprechpartner bei Fragen zu bestehenden oder geplanten Projekten für die staatliche und zivilgesellschaftlichen Träger und berät über entsprechende Fördermöglichkeiten. Das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus ist im Doppelhaushalt für das Jahr 2018 und 2019 noch einmal aufgestockt worden. Dort werden sämtliche Maßnahmen und Projekte koordiniert und unterstützt, die die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements dienen und dem Extremismus vorbeugen sollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für Rechtsextremismus, Linksextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sowie religiös motivierten Extremismus darf es in Hessen keinen Platz geben, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, die Bekämpfung sämtlicher Formen des Extremismus genießt in Hessen höchste Priorität. Der Kollege Schäfer-Gümbel, da hat die Hessische Landesregierung keinerlei Nachholbedarf. Meine Damen und Herren, gerade die zivilgesellschaftlichen Träger leisten mit einem hohen Maß auch ehrenamtlichen Engagements einen sehr wichtigen Beitrag. Dabei erwarten wir von den zivilgesellschaftlichen Trägern auch, dass sie selbst für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen. Der Sport und insbesondere der Fußball stehen seit vielen Jahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Integration von Menschen, die in unser Land gekommen sind. Sport verbindet die Menschen und ist wie kein zweites Mittel dazu geeignet, Brücken zu bauen und Ängste abzubauen. Dies ist auch der Grund dafür, dass wir das von dieser Landesregierung ins Leben gerufene Landesprogramm Sport und Flüchtlinge mit einem Volumen von 2,4 Millionen € ausgestattet haben, um den Sport bei dieser bedeutenden gesellschaftlichen Aufgabe zu unterstützen. Beim Kampf gegen Extremismus kommt dem Sport und seinen Vertreterinnen und Vertretern eine besondere Verantwortung zu. Sie haben eine große Vorbildfunktion, gerade für Jugendliche, die sich häufig sehr mit ihren Vorbildern identifizieren. Zu Extremismus und Gewalt müssen klare Grenzen gesetzt werden. Ich erwarte von allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, dass sie sich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen. Ich bin deshalb für eine klare Haltung von Sportlern und von Sportfunktionären sehr, sehr dankbar. Der Fußball hat hier eine gute und vorbildliche Tradition, eben gerade im Bereich des Kampfes gegen den Rassismus.
Diese klare Haltung benötigen wir gegen alle Extremismusformen. Ich erinnere an Darmstadt 98 und Benatira im vergangenen Jahr. Diese klare Haltung benötigen wir aber auch bei der unmissverständlichen Distanzierung von Krawallmachern und Gewalttätern in Stadien und auf Fußballplätzen. Eine klare Haltung für die Ächtung von gewaltbereiten und extremen Chaoten, die mit Gewalt und Pyrotechnik friedliche Stadionbesucher verängstigen und gefährden. Lassen Sie uns daher gemeinsam mit dem organisierten Sport unsere Anstrengungen für unsere demokratischen Grundwerte gegen Gewalt und im Kampf gegen extremistischen Bestrebungen gleich welcher Art fortsetzen. Dafür brauchen wir starke Stimmen aus der Zivilgesellschaft. Das erfordert Courage. Eine klare Haltung hierzu macht Mut für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegt mir noch eine Wortmeldung vor von Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Sie haben noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir erleben eine wachsende Gefahr von rechts. Mit der AfD sitzt eine offen rassistische und nationalistische Partei im Bundestag. Wir erleben zunehmende Gewalt von rechts und einen Erstarken des Rechtsterrorismus. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen wie Peter Fischer, Christian Streich, Kevin Prinzburger-Teng und viele, viele andere so deutlich Position beziehen gegen Rassismus und gegen rechte Gewalt. Herr Pentz, dass Sie selbst hier noch Zwischenrufe machen und dass Sie diese Debatte, die wichtigen Aussagen von Peter Fischer zur AfD und gegen Rassismus, missbrauchen, um hier über Linksextremismus zu sprechen, ist leider so erwartbar wie unangebracht, meine Damen und Herren. Aber ich finde es auch bemerkenswert, dass der einzige Redner, der kein Wort gesagt hat zu den Äußerungen von Peter Fischer oder sich irgendwie positiv darauf bezogen hat, gerade der Innenminister Peter Beuth war, kein Wort hat er dazu gesagt. Kein Wort der Unterstützung. Ein Peter Fischer, der auch öffentlich unter Beschuss steht, dem glücklicherweise 99 seiner Mitglieder das Vertrauen ausgesprochen haben, von dieser Landesregierung kein Wort der Solidarität, kein Wort der Unterstützung für Peter Fischer. Und ich will einmal deutlich machen, der Herr Minister ist immer Minister. Er ist kein Narr und er ist kein Karnevalsprinz, sondern er ist immer Minister bei dem, was er sagt. Und wenn ein Minister sich hinstellt und sagt, die Stimmung ist gedrückt, wenn Migration ins Zentrum rückt, was ist denn alleine das schon für eine Aussage? Und dann stellt er sich hin und spottet über junge Flüchtlinge, über die Schwächsten in dieser Gesellschaft, die traumatisiert sind, die Angehörige verloren haben, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, die eine lebensgefährliche Flucht hinter sich haben. Da so derartig nach unten zu treten, das ist derartig geschmacklos und armselig für einen Innenminister, meine Damen und Herren. Ich frage mich wirklich, was daran lustig sein soll. Über wen scherzen wir denn als Nächstes? Menschen mit Behinderungen? Finden wir das auch lustig, weil Fasnacht ist, oder wie? Das ist doch nicht lustig. Karneval hat einmal bedeutet, dass das Volk sich gegen die Obrigkeit, über die Obrigkeit lustig macht, aber doch nicht umgekehrt derartig nach unten zu treten, meine Damen und Herren. Und deshalb, Peter Fischer hat ein wichtiges öffentliches Zeichen gesetzt. In diesem Sinne, einträchtig gegen rechts. Wir brauchen in Hessen weniger Peter Beuth und mehr Frau Kollegin, Peter Fischer, Sie müssen meine Damen zum Ende und Herren. Kommen. Hatten Sie sich jetzt zu einer Wortmeldung? Ja, okay, dann haben Sie jetzt das Wort, bitte. Frau Präsidentin, bei der Rede eben unserer Fraktionsvorsitzenden Frau Wissler hat Herr Pentz reingerufen, das sei Hetze oder Hetzer. Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dass das eine oder das, und auch das andere nicht angemessen ist, in dieser Art und Weise hier als Zwischenruf durchzugehen. So, ich würde sagen, es ist nicht parlamentarisch, und damit können wir es jetzt belassen. Ich würde gerne jetzt noch das Wort der CDU-Fraktion geben. Herr Bellino hat noch eine Redezeit von 44 Sekunden.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist immer richtig, Extremisten und Populisten. Es ist immer richtig, Extremisten und Populisten die Stirn zu bieten, so auch in unserem Hessischen Landtag. Und so ist es auch richtig, dass sich Peter Fischer in der hier zitierten Form geäußert hat. Denn, und das sage ich immer wieder, in unserem Land ist Platz für vieles, aber kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersabstammende oder Andersgläubige. Daran hat sich gar nichts geändert. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir diese Statements hier abgegeben haben. Und deshalb ist es auch richtig, dass der Innenminister zu Recht darauf hingewiesen hat, dass das Land Hessen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten sehr viel tut, auch im Bereich der Prävention, um eben zu verhindern, dass andere Menschen solchen populistischen Aussagen nachgehen. Insofern ist der Hinweis, die Kritik an den Minister vollkommen unangebracht und falsch. Und was die Faschingsrede anbelangt, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sollte sich jeder überlegen, der das kritisiert. Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Dass das genau nicht Wasser auf die Mühlen derer bringt, die eben sagen, man darf in diesem Land manche Dinge nicht sagen. Diese Kritik ist überhöht und sie ist falsch. Denn der Innenminister hat nicht gegen die Schwachen sich geäußert oder gespottet, sondern er hat auf Missstände hingewiesen. Und das muss auch erlaubt sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. An welcher Stelle ist er denn angegriffen worden? Es hat sich Herr Innenminister Beuth noch einmal zu einer persönlichen Entschuldigung. Der Abgeordnete Beuth zu einer persönlichen Bemerkung für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, § 81. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem ich hier angegriffen worden bin, möchte ich nach § 81 als Abgeordneter hier mich äußern. Ich sage vorneweg, eine Büttenrede ist eine Büttenrede. Die Maßlosigkeit, mit der hier über diese Büttenrede geurteilt wurde, mal abgesehen davon, dass mir Ihr Urteil über meine Reime völlig egal ist, aber die Maßlosigkeit ist völlig überzogen, meine Damen und Herren, völlig überzogen. Ich bin außerordentlich dankbar für die Verankerung, in meinem Wahlkreis. Seit 19 Jahren. Herr Staatsminister, zur Geschäftsordnung ist hier ein Antrag da. Ich habe gerade die Sitzungsleitung übernommen. Hier wurde für eine persönliche Erklärung das Wort ergriffen. Bis jetzt habe ich das noch nicht in der Form vernommen, Herr Staatsminister. Ich würde gerne den Geschäftsordnungsantrag von Kollegen Günther Rudolph hören. Frau Präsidentin, wir verweisen auf § 81 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages persönliche Bemerkung, was gar nicht geht. Herr Beuth sagt, er redet jetzt als Abgeordneter. Er wurde als Minister, wenn er sich angegriffen fühlt. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied, seine persönlichen Bemerkungen, ihn würde nicht interessieren, was hier Abgeordnete sagen, gehört nicht zur Sache. Dann bitten wir, dass der Abgeordnete Beuth, wenn er denn das Wort dazu von Ihnen erteilt bekommt, sich auch konkret auf den Paragraphen 81 bezieht und hier nicht Abgeordnete irgendwie diskreditiert. Kollege Bellino zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Peter Beuth hat um eine persönliche Erklärung gebeten. Das steht ihm nach der Geschäftsordnung und auch nach dem Anstand dieses Parlaments zu. Und ich nehme zu und ich bitte darum, dass eben das Parlament auch geneigt ist, diese persönliche Erklärung sich zunächst einmal anzuhören, bevor man schon kritisiert, er würde nicht zur Sache oder zur Erklärung sprechen. Ich halte das für total unangemessen. Gut, Kolleginnen und Kollegen, ich stelle fest, Staatsminister Beuth ist Mitglied dieses Landtags und kann den Paragraphen natürlich in Anspruch nehmen. Ich stelle weiterhin fest, Herr Abgeordneter oder Staatsminister Beuth, dass Sie nur auf persönliche Angriffe in diesen persönlichen Bemerkungen reagieren können. Das ist der Sinn dieses Paragraphen und gebe Ihnen wiederum das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das habe ich gemacht. Ich bin hier angegriffen worden im Zusammenhang mit einer Bittenrede. Mir ist sozusagen ein Zeugnis ausgestellt worden, und ich habe mich genau dazu geäußert. Mich interessiert das Zeugnis über meine Reime von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel, von Frau Wissler und auch von Herrn Greilich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Meine Damen und Herren, ich bin froh über die Verankerung, die ich in meinem Wahlkreis habe. Seit 19 Jahren bin ich Bittenredner bei meinem Verein, dem TCV Die Gockel. Das habe ich als Minister jetzt zum dritten Mal oder zum vierten Mal ebenfalls gemacht. Und dort bin ich nicht als Minister, da bin ich nicht als Abgeordneter, dort bin ich als Peter Beuth, der Mitglied dieses Vereins ist. Und ich finde, das muss in dieser Gesellschaft, das muss hier möglich sein, meine Damen und Herren. Ich genieße, das ist zumindest mein Eindruck, eine hohe Akzeptanz dafür. Und zwar wahrscheinlich, weil ich dort zwar politisch, aber eben nicht parteipolitisch mich äußere. Meine Damen und Herren, der Wiesbadener Kurier hat am Montag nur als Hinweis darauf, wie das die örtliche Presse aufgenommen hat, ich zitiere, gesagt, den Blick auf das regionale Geschehen übernimmt traditionell Ortssteller Peter Beuth. Und das hat er auch getan. Und ich habe eine Frage, nämlich das Thema Altersfeststellung von Flüchtlingen, in der Tat in meiner Büttenrede aufgenommen. Meine Damen und Herren, der Sinn von Karneval, den müssen wir hier nicht miteinander diskutieren. Sie müssen das auch nicht für gut finden. Aber der Sinn von Karneval, von Fasching, von Fasnacht, ist, dass man eben Dinge, die in der Gesellschaft verankert sind, versucht, auch ein Stück weit humoristisch eben aufzunehmen, meine Damen und Herren. Und nichts anderes ist an diesem Tage von mir gemacht worden. Und schon alleine intellektuell, meine Damen und Herren, ist es ein Anschlag auf die Intellektualität, wenn man sich über den Missbrauch bei der Altersfeststellung entsprechend äußert, dass man dann hinterher erklärt, es würde auf Kosten von Schwachen dort oder von Minderjährigen entsprechende Witze gemacht. Meine Damen und Herren, wenn in unserer Gesellschaft allein die Erwähnung dieses Themas zu einem Rechte-Ecke-Reflex führt, meine Damen und Herren, zeugt das von einer maximalen Entfernung derjenigen, die genau diese Reflexe bedienen, meine Damen und Herren. Eine maximale Entfernung. Das ist weit von der Lebenswirklichkeit und den Sorgen und der Nöte der Menschen entfernt. Meine Damen und Herren, ich glaube auch, dass das eher die Menschen in die Arme von Populisten treibt, als die Tatsache, dass man Dinge einmal anspricht. Ich bin dankbar, dass bei Spiegel Online heute ein schöner Kommentar von Herrn Büss zum Shitstorm gegen Gottschalk aufgegriffen worden ist. Den können Sie nachlesen. Ich habe Herr Staatsminister, genug Zeit, um das geht aufzunehmen. Jetzt weit über eine persönliche Bemerkung hinaus. Ich bitte Sie, beim Schema zu bleiben. Ich komme zum Abschluss. Den Sozialdemokraten ist das Thema Stil immer in einer besonderen Form wichtig. Ich möchte etwas zum Stil sagen. Mir ist berichtet worden, dass diese Aufnahme, die dort im Netz kursiert, mein Landtagskollege Marius Weiß gemacht hat. Ich weiß das nicht, aber ich habe gehört, dass das mein Kollege Marius Weiß gemacht hat. Wenn das falsch ist, ist okay, dann nehme ich das ausdrücklich mit Bedauern zurück, weil das wäre sozusagen ja am Ende noch sozusagen die Krönung des Ganzen gewesen, dass jemand mit einer Kamera auf einen Büttenredenbeitrag hält, um ihn dann hinterher politisch zu instrumentalisieren. Das ist sozusagen der absolute Tiefpunkt, zeigt aber auch die Hilflosigkeit, die an mancher Stelle herrscht, meine Damen und Herren. Kolleginnen und Kollegen,
angewandt an Herrn Kollegen Möller und Herrn Kollegen Schwarz. Herr Kollege Möller hat zu Beginn der Sitzungsleitung angemerkt, ich sei überfordert. Herr Schwarz hat es gleichen angemerkt. Ich weise diese Kritik an der Versammlungsleitung hier zurück. Wenn Sie Probleme mit der Sitzungsleitung haben, bringen Sie sie bitte im Ältestenrat an. Und vermeiden Sie in Zukunft solche Bemerkungen, gerade in einer Situation, wenn die Sitzung hier aufgeheizt ist. Das diskutieren wir hier nicht, Herr Schwarz. Ich habe meine Anmerkung als Versammlungsleitung gemacht, und es gibt keine Möglichkeit, sich hier in diesem Rahmen dazu zu äußern. Dann müssen Sie in den Ältestenrat gehen. Kolleginnen und Kollegen, ich stelle fest, dass die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 56 und 57 abgehalten ist.